Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. So. Wir waren jetzt die ganze Zeit bei der guten Mutter. Bei der grauen Mutter sogar. Ja, da Wasser habe ich noch genug. Essen. Mal eben ein bisschen was machen. So. Verlassen wir mal das Haus. Wir sollen ihr jetzt was zu essen holen. Wir könnten ihr jetzt auch das Kaninchen geben, aber ich bin ehrlich gesagt doch ein bisschen dafür, dass wir zu der Tankstelle gehen. Denn ich will ja die Stadt eben ein bisschen erkunden. Passt das mir ganz gut. Oh, Federn. Könnten nützlich sein. Ah. So, der ist fertig. Das ist Post, würde ich jetzt sagen. Sah auch zumindest aus wie Post. Postamt, ja. Und wieder einmal alles mitnehmen, was wir finden können. Postamt Milton. Sammelgegenstand aus dem Postamt von Milton. Margaret, wir dürfen keinen Post mehr in Milton annehmen. Wir haben keine Möglichkeit, sie aufs Festland zu bringen. Das dürfen die Kunden aber nicht wissen, sonst erfahren sie, dass wir sie schon die ganze Zeit hier aufbewahren. Denk dir eine Ausrede aus. Fordere die Leute bei jeder Gelegenheit auf, E-Mails oder Drohnen zu verwenden, falls sie es sich leisten können. Ich halte die Augen nach dem Postwagen offen, aber mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Wahrscheinlich hat Jack ihn wieder mitten in nirgendwo vor einem Baum gesetzt. Da werden wir ihn wohl nie finden. Ich hätte ihn daran hindern sollen, den Wagen zu nehmen, während er betrunken war. Ich schaue, wie ich die Situation wieder gerade biegen kann. Halte durch. Okay. Oh. Buch, Dose, Karton. Oh, da kriegen wir nichts. Das ist auch nichts. Post, 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 Post. Nichts, nichts, nichts. Gut. Postamt war nicht zu finden. Da ist noch ein Karton. Den nehme ich noch mit. In dem Auto war ich noch nicht drinne. Irgendwie findet man gar nichts. Das ist zu, das ist auch zu. Das ist auch zu, aber das hier ist auf. Boah, das war ein großer Karton. Metallschrott. Metallschrott, den kann ich sicherlich noch richtig gut gebrauchen. Might have to drop some gear. Ich muss jetzt erstmal gar nichts ablegen. Das Werkzeug, mit dem man grundlegend Dinge herstellen und reparieren kann. Natürlich nehmen. Noch können wir laufen. Da kann man das Haus jetzt verlassen. Verlassen, verlassen.
Also noch ein paar Kisten. Ach, sein Magen knurrt gleich wieder. Na, das war gegart. Kein Problem, das also zu essen. Wo ist denn hier die Tankstelle? Den Supermarkt hatte ich gefunden. Den Supermarkt. Das war ja nicht der Supermarkt. Das war... Ach, die Bank war das, genau. Okay. In den Keller geht's nicht, Gott sei Dank. Ist doch gekommen, Handy. Da wäre ich jetzt auch nicht reingegangen. Gott, wie schrecklich, ey. Eine Hose in der Dusche. Ach, da kann ich erstmal wieder schön nähen hier. Toaster brauchen wir nicht. Zettelchen. Tränenreicher Brief. Ich will das nicht tun, aber ich habe keine Wahl. Ich kann nicht mehr in Milton bleiben. Es ist einfach zu leer und traurig. Ich weiß, dass ich dir versprochen habe, mit dir durch dick und dünn zu gehen, aber dazu bin ich einfach nicht bereit. Es tut mir leid. Ich sende dir Essen, sobald ich auf dem Festland bin. Dort soll es mir besser gehen. In Liebe, N. Und den Karton lasse ich jetzt mal da. Okay, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da noch was drin ist. Einmal nach oben gehen. Could end up being useful. Signal, Patrone oder sowas stand da gerade. Ein Shirt. Zeitung, Bettchen. Buch nehme ich mit. Und den Vorhang. Karton lasse ich jetzt mal da. Das macht keinen Sinn. Aufschließen. Wir haben irgendeinen Schlüssel gefunden. Ach ja, von dem Bankangestellten. Oder von dem Bankinhaber, genau. Guck mal, der hat hier einen richtigen Kaminofen. I can still eat this. Mhm. Frische Heringmarine oder sowas stand da gerade. Meine Kleider sauber und fertig nähen hier. Kräutertee. Feels like a lot of gear. Tut mir leid, Lady, aber der Dosenöffner gehört mir. Ach, da oben ist ja noch was. Wie viel müssen wir der Alten eigentlich da lassen? I think I can use this.
Abgetragene, abgenutzte Parker, aber egal. Turnschuhe. Hier lohnt sich's richtig zu räubern. Ein paar Söckchen. Pulli. Hose. Und nochmal ein Shirt. Ein riesiges Bett. Oh, ich habe den Brief nicht gelesen. Muss ich noch tun? That'll come in handy. Nähzeug. Ah, das mit dem Wasser lasse ich jetzt erstmal. So. Salzkrieger, komm doch mit. Hier verlasse ich jetzt erstmal das Haus. Und glaubt mir, ich weiß immer noch nicht, wo hier die Tankstelle sein soll. Ja gut, jetzt ist es soweit, ich kann nicht mehr laufen. Also nicht mehr rennen. Weil ich zu viel trage. Ach, das sind noch mehr Häuser, ey. Ich geh kaputt. Da hinten ist die Tankstelle. Oh mein Gott. Da haben wir aber noch viel vor. Na gut, sie sagte ja am Rand, am Stadtrand. Wir könnten ihr ja auch etwas von unserem Fleisch abgeben, aber ich weiß ja nicht, was wir da noch alles finden. Scheiße wäre jetzt nur, wenn jetzt Wölfe kommen würden. Ich denke, wir werden die Nacht da verbringen. Wenn jetzt hier Wölfe kommen, bin ich sowas von erledigt, weil ich nämlich nicht wegrennen kann. Orca. Mhm. Jawohl, was hatte ich gesagt? Warte mal, ich sehe einen Wolf. Orca-Tankstelle. Ich habe nur einen Wolf gesehen. So, schönen guten Tag. Dann gucken wir uns mal hier um. Ach. Geld haben sie mitgenommen. Notiz am Orca-Tankstellen-Shop. Allgemeiner Hinweis für die Orca-Tankstellen auf Große Bär. Da wir nicht mehr in der Lage sind, eine angemessene und zeitnahe Vorratslieferung von unserem Verteilzentrum auf dem Festland zu gewährleisten, müssen wir unsere Vorratslieferungen leider auf einen Termin pro Quartal reduzieren. Aus diesem Grund lockern wir die Einschränkungen für lokale Lieferanten. Dies gilt nur für unsere entlegeneren Standorte. Alle Orca-Tankstellen auf dem Festland müssen ihre Waren weiterhin von genehmigten Anbietern beziehen. Wir sammeln. Ein Paddel. Okay. Ist jetzt unwichtig. Kann ich später immer noch plündern.
Nein. Genau, die Salzkräcker. Ach, das ist Hundefutter. Jetzt sehe ich das erst. Was ich da überhaupt aufnehme. Ja, dann muss ich später plündern hier. So viele Sachen. Ja, Limo, Limo, Limo. Kühlschrank öffnen. Ist egal, brauchen wir nicht schließen. Boah, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Jetzt ist es soweit. Speichervorgang. Da ist die Nacht jetzt hereingebrochen, ja. Aber Medizinschrank brauche ich jetzt nicht. Mach ein bisschen Licht an hier. Noch Kochplatte. This will come in handy. Buch. This stuff will come in handy. Haben wir denn nichts? Aufstimmen. What have we here? Nee, den lassen wir erstmal da liegen. So, ich kann mich nicht bewegen mehr. Jetzt lasse ich nämlich mal ein paar Sachen hier. Okay, was lasse ich hier? So, das lasse ich hier. Dann alle. Brandbeschleuniger, alle. Das lasse ich erstmal alles da. Getrocknetes Leder können wir auch mal erstmal weglegen. Lampenöl kann auch hier bleiben. Bleibt alles noch. Zeitung. Können alle weg. So, was noch? Ich habe immer noch zu viel. Ich habe zu viel Kleider. An. Okay, das machen wir jetzt anders. Ich gucke jetzt mal, was ich jetzt anziehe.
100%. Dann haben wir den. Dann haben wir das. Finde ich den Pulli besser. 99 neue Fließfäustlinge und neue Rennfahrerhandschuhe. Die brauchen wir ja mal gar nicht. Okay, so, dann wählen wir nochmal aus. Was können wir da lassen? Kann weg, kann weg, kann weg. Kann weg. Kann weg. Tonschuhe. Ach ja. Da hatte ich noch nicht nachgeguckt. Weg, weg. Paar Socken kann weg. T-Shirt, T-Shirt kann weg. Genau wie das Hemd. Socken. Ach ja, eine andere Mütze noch, genau. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Ja, die ist besser. Schuhe. Müllstiefel, Stiefel sind, die du im Flugzeug getragen hast. Besser, sollen besser als barfuß herumzulaufen, wenn auch nicht viel besser. Ist aber mehr Kälte, ne? Mehr Regen und so, ne? Aber wir lassen es erstmal so. Wir haben immer noch zu viel Leute. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich noch alles da lassen soll. Ich habe zu viel zu essen. Ja gut, aber... Ach, hier ist ein Bett. Wie sieht's denn bei uns aus? Na, komm. Schlafen wir mal direkt. Lagerkoller-Risiko. Was? Was ist das denn hier für ein Licht gewesen jetzt hier gerade? Lagerkoller-Risiko. Ach du Scheiße. Komm, trink mal was. Trink mal was. Und nochmal was trinken. Und ein Happen essen. Sehr schön. So, das nehmen wir jetzt mit und jetzt gehen wir erstmal wieder. Weil ich kann nämlich nicht, ich kann mich wieder bewegen. Zwar nicht allzu viel, aber es geht wieder. Mal den Rest hole ich da gleich ab. Ich werde jetzt nämlich erstmal wieder rausgehen. Zur grauen Mutter zurück, der das Essen geben. Und wenn ich dann wieder auf dem Weg zurück bin, haben wir jetzt eine Karte? Wie geil ist das denn bitte? Wann haben wir denn die Karte gekriegt? Wie geil. Die graue Mutter. Die graue Mutter. Flugzeugabsturz. Die graue Mutter. Hä? Meltons Haus. Ja, nicht gerade weit gelaufen, ey. Und das Ausrufezeichen ist bestimmt da, wo ich jetzt gerade bin. Hm.
da mit dem Streichholz rumlaufe. Keine Schusswaffen im Inventar. Fülle die Speisekarte. Ach, boah. Soll ich auch noch füllen? Hm. 8000 stand da 8000 oder? Ja, ich hoffe, dass da nur 8000 stand und nicht 80.000, ey. Das mit dem Rehkadaver hat sich sowieso erledigt. Ja, überall die Wölfe sind. Ich lege mich garantiert nicht nur wegen der Perle mit einem Wolf an. Ich frage mich gerade die ganze Zeit von der Story her, wieso Astrid einfach ohne uns weitergelaufen ist. Sie hätte ja auch nach uns suchen können. So weit entfernt lagen wir ja nicht. Und dann frage ich mich auch, wo hat sie die Männer gefunden, die sie ins Dorf begleitet haben? Das ist sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Was ein Nebel. Ach, da vorne ist das Haus. Ist hier durch den Nebel? Habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Lalalalala. Wahrscheinlich ist sie jetzt schon verhungert. Wo soll ich ihr das Essen denn hinlegen? Oh. Hört sich doch gut aus hier. Story. Andere Hilfe unterwegs. Mehr Festländer. Okay, wo soll ich ihr das denn reinlegen? Im Kühlschrank? Ja. Dann fangen wir mal an. Geben wir ihr mal das ganze Hundefutter? Yay. Super. Also Festländer, hast du getan, worum ich dich gebeten habe? Hast du die Tankstelle geplündert? Hast du alles mitgenommen? Ja, Wahrheit. Ja, ich fühle mich nicht wohl dabei, anderen etwas wegzunehmen, aber du brauchst es gerade dringender und ich darf nicht noch mehr Zeit verschwenden. Ich muss meine Freundin finden. Der Zweck heiligt die Mittel, nicht wahr, Festländer? Vielleicht hast du ja doch das Zeug, diesen langen Winter zu überleben. So, you're all set for food and fuel. I'd like to hear what you know about my friend now. Friend? Yeah, she passed through. Some people heard her. In the storm. You already said that. Where did she go? She passed through town. Too many closed doors, broken houses. Nowhere to run, to hide. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Yes. Nicht jetzt, Festländer. Lass mich eine Weile mit meinen Gedanken alleine. Och, da gibt's doch nicht Mädel, ey. Die graue Mutter scheint müde zu sein. Sprich mit ihr, nachdem sie sich ein wenig ausgeruht hat. Okay. Dann lege ich mich jetzt auch hin und schlafe eine Runde. Nee, kann mich gar nicht hinlegen. Ich kann nur warten. Ja, ein bisschen hier stöbern. Darf ich mal? Dankeschön.
Bildchen. Ich durchsuche nichts. Ich habe keinen Bock, dass die Frau mich erschießt. Kleines Badezimmer, kleine Badewasser, aber wirklich klein, ne? Noch ein Zimmer. Verschlossene Truhe. Und ein bisschen chaotisch. Einmal kurz nach draußen gehen. Vielleicht muss ich irgendwas. Gehe ich nochmal rein, sprich sie nochmal an. Und wenn sie da nichts sagt, muss ich eh einen Cut machen. Nee, junge Frau sagt nichts. Gut, ich mache jetzt eh einen Cut. Dann sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.